Schönen guten Morgen, herzlich willkommen bei unserer heutigen Ausgabe bei Insights bei Aero. Was haben wir heute vorbereitet? Nun, heute geht es um die NetApp Cloud Volume Services, Storage mit File Services für die Hybrid Cloud. Ich darf recht herzlich meine zwei Kollegen aus dem NetApp-Team begrüßen, den Roman Behr und den Ernst Worak. Wir machen natürlich heute auch wieder eine Live-Demo dazu, deswegen ist auch der Ernst wieder bei uns dazu geschaltet. Aber wir werden jetzt einmal beleuchten, was sind die NetApp Cloud Volume Services, welche Vorteile gibt es und natürlich auch, wann ist es interessant, diese preislich zu nutzen und für wen ist das eigentlich interessant? Roman, ich würde sagen, gib uns da mal kurz ein Intro drüber, bevor wir in die Live-Demo einsteigen. Perfekt, vielen Dank, gerne. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf die Einladung machen, vielen Dank für die Übergabe. Wir gehen am besten gleich in Medias Res und darf gleich wechseln. Wie die NetApp Cloud Volume Services sind auch andere Services Teil des Cloud Central Portals. Wie man vielleicht gemerkt hat, wir haben auch unser letztes Webinar über einen Service des Cloud Centers gehalten, das war Office 365 Backup. Jetzt gehen wir eigentlich in die Cloud Storage Optionen. Dieses Portal ist eigentlich stetig wachsend. Man sieht auch die Akquisition der NetApp von letzter Woche. Die Cloud Jumper ist bereits teilweise integriert mit rechtsrunden Virtual Desktop Infrastructure Services. Dieser Cloud Jumper basiert auch auf diesen Cloud Volume Services und bietet eigentlich eine Management-Oberfläche für verschiedene VDI oder Remote Desktop Services. Wie man sieht, das Portal besteht aus vier unterschiedlichen Kategorien: Data Services, Cloud Controls und Cloud Analytics. Wir sprechen halt über den speziellen Part des Cloud Storage. Hier aber eigentlich rausgepickt, wir streifen Azure NetApp Files, Cloud Volume Services für AWS und Google und zu Cloud Volumes On-Tap komme ich dann auch noch gesondert. Um hier einen kurzen Überblick zu geben, was ist der Unterschied zwischen diesen Cloud Volume Services? Man sieht ja, Azure NetApp Files ist eigentlich sehr ähnlich auch zu den Cloud Volume Services, hat aber einen anderen Zugang. Azure NetApp Files ist ein First-Party-Service, das heißt, es ist mit NetApp gemeinsam für Azure gebaut und bietet der Azure-Plattform oder ein Enterprise Storage mit NFS Service. Unser NetApp Cloud Volumes, um was es heute eigentlich geht, ist dieses Service nur etwas umgedreht, kommt eigentlich von der On-Premise-Struktur. Das heißt, ich habe ein Managed Service über Volume-Technologien, die mir verschiedene Protokolle bieten und ähnliche Funktionen und sind nun in AWS und auch in Google Cloud verfügbar. Google Cloud hat das Ganze schon etwas weiter integriert in Kubernetes Cluster, Continuous Deployment, Analyse-Tools und so weiter. Ich habe schon gesagt, es gibt verschiedene Optionen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dass diese Cloud Volumes Services genauso on-premise zu nutzen. Das heißt, ich kann ein Cloud-ähnliches Service auf meiner Hybrid Cloud Infrastructure deploy und nutze dieses Managed Service wie ein Cloud Service, was dann per Kapazität lizenziert ist. Habe aber genau dieselben Vorteile und den Funktionsumfang. Das Ganze geht auch auf anderen NetApp-Technologien. Man sieht hier im zweiten Reiter für andere On-Premises-Standort. Wie gesagt, auch komplett gemanagt. Hier auch. Also man konsumiert es hier nach Kapazität. Der dritte Punkt sind die Cloud Volume Services einerseits auf AWS und Google Cloud sowie auch Azure NetApp Files. Hier das komplett gemanagte Service durch NetApp und ist eigentlich auch per Volume, aber lizenziert eigentlich auf Kapazität. Das heißt, ich habe hier ein Pay-as-you-go-Modell und zahle, was ich nutze und verbrauche. Ganz rechts auf der Seite sehen wir Cloud Volumes On-Tap. Das ist ein etwas komplexeres Tool, sage ich jetzt mal. Daher widmen wir uns diesem Thema auch in einem gesonderten Webinar. Das wird Anfang Juni stattfinden, wird auch bald ausgesendet dann. Hier geht es um das Betriebssystem der NetApp, das ich eigentlich auf einer virtuellen Maschine bei den verschiedensten Hyperscalern laufen lassen kann und hier auch auf Basis virtueller Maschine lizenziert ist
und bei gewissen Systemen schon dabei ist, geht aber in Richtung Einbau von Szenarien wie zum Beispiel Disaster Recovery. Man sieht ja einen groben Unterschied natürlich. Ich habe das Betriebssystem, ich habe verschiedene Cloud-Disken am rechten Bild, beim linken habe ich eigentlich nur dieses Volume als Instanz. Wie nutze ich das Ganze jetzt? Also natürlich, wie vorher schon gesagt, Cloud Volumes On-Premise heißt für mich, ich nutze Cloud-ähnliche Services einfach in meinem Rechenzentrum, um natürlich auch weiterzugehen. Ich nutze diese Services auch, um ein Hybrid-Cloud-Konzept aufzubauen. Ich kann es einerseits als HCI-NAS-Funktion nutzen und wie gesagt auf meiner Hybrid-Cloud-Infrastruktur einfach deployen, meinen Entwicklern zur Verfügung stellen und für andere Modalitäten nutzen oder auf anderen Technologien nutzen. Auf der rechten Seite sehen wir wieder das echte Cloud-Service, das heißt wirklich einzubinden in verschiedenste Applikationen und genauso als File-Service aus der Cloud zu nutzen. Ganz rechts wieder Cloud Volumes OnTap. Wie gesagt, gibt es eigentlich ein eigenes Webinar mit einer eigenen Live-Demo dazu. Roman, Entschuldigung, es ist eine Frage dazu getreten. Ja. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Und zwar, die Frage ist, sind diese Funktionen nur von der Betriebssystemversion abhängig oder auch von der Hardware? Ich nehme an, die Frage bezieht sich auf die On-Premise-Installationen. Ja, Antwort zurück. Ich sage jetzt mal, ich bin da sehr wenig in der Technik drin. Vielleicht kann da der Ernst dann noch dazu was sagen oder ansonsten können wir das sicher in der Zwischenzeit nachschlagen und ich beantworte es dann am Ende. Entschuldigung, die Frage war fast bezogen. Auf die, warte mal, ich gehe mal eine Folie zurück. Auf die On-Premise-Version von Cloud Volume Service, ob das versionsabhängig ist. Oder natürlich auch Hardware bezogen. Hardware, ja, natürlich, weil wir ja hier Spiegeln dazwischen fahren. Und somit ist es einmal Hardware abhängig. Also ich brauche mal hier etwas, ich brauche hier eine On-Premise, eine NetApp, die hier liegt, die ich dann weiter transportieren kann in die Cloud. Welche Version, Versionsabhängigkeit können wir vielleicht noch nachschauen? Version ist, ja, das weiß ich jetzt auch nicht auswendig, aber das kann man ausfindig machen. Okay. Werden wir ausfindig machen und beantworten. Genau, sollte aber jetzt mit den Snap Mirrors mit alle Neuner gehen, weil so empfindlich ist ja das Snap Mirror zum Glück nicht mehr. Aber das kann man sich im Detail dann herausfinden, welche Versionen hier kompatibel sind zueinander. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach weiter. Perfekt, vielen Dank. Also wie schon gesagt, ein komplett gemanagtes Service, das heißt, ich NetApp bietet mir hier eigentlich ein Plattform als Service, wo ich meine Daten raufspielen kann und nutze hier einen abgespeckten Cloud-Service-Spektrum. Das heißt, ich muss mich nicht beschäftigen damit über den Betrieb der ganzen Plattform oder was ich am Betriebssystem des Storage einstellen muss, sondern ich kriege wirklich einen Service zur Verfügung gestellt. Das aber basiert auf natürlich Enterprise-Storage-Technologien, wobei mir gewisse Snapshot-Technologien und Effizienztechnologien auf jeden Fall zur Verfügung stehen, aber dafür eigentlich eine vereinfachte Management-Plattform. Es wird für sehr starke High-Performance-Anwendungen in AWS und in Google verwendet. Man sieht hier die hohe IOPS-Zahl, die hier NetApp wirklich getestet hat und auch natürlich durch AWS und Google bestätigt wird. Und man sieht auch verschiedene Best Practices für Video-Rendering, Transcoding sowie Simulationen im Finanzbereich, Öl- und Gassektor, 3D-Modellierung. Alles, was sehr geringe Latenzen und hohe Performance-Zahlen, genauso für SAP-Systeme und Datenbanken. Und was natürlich sehr interessant ist an einem Cloud-Service, dass mir Multiprotokoll-Support liefert.
Das heißt, wenn ich ja Daten migriere oder Applikationen migriere und vor allem Cloud-Services nutzen, heißt das nicht, dass ich mir Protokolle aussuchen kann. Das ist ein großer Mehrwert. Dazu gleich mehr. Das heißt, wenn ich natürlich traditionelle Applikationen aus meinem Rechenzentrum in die Cloud bringen will oder auch traditionelle Filesysteme, stehe ich immer vor diesem Protokollthema und teilweise vor dem Technologiewandel, den ich natürlich in der Cloud oder die Standardisierung, die mir die Cloud vorgibt. Das heißt, traditionelle Applikationen muss ich natürlich restrukturieren, umbauen oder sogar neu bauen. Mit Hilfe dieser Protokolltechnologie, die es mit Cloud Volume Services mitliefert, kann ich einfach meine Daten in die Cloud spielen und nehme sie mit gewohnten Protokollen auf einer VM hoch. Das heißt, ich spare mir sehr viel Umprogrammierungskosten, Neubaukosten und kann einfach schneller in die Cloud mit meinen traditionellen Applikationen. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch in Richtung New Technologies. Das heißt, alles, was in Richtung Persistent Storage geht, habe ich die Effizienztechnologien und auch natürlich Schnittstellen, die mir die NetApp-Systeme bieten, die aber auch schon in den Hyperscalern, in den Backends verankert sind. Das heißt, Schlagwort Trident eigentlich hier, die sehr stark Richtung Google Cloud verankert sind, um hier diese ganzen Build-Run- und Optimize-Prozesse von Container-Workloads, Kubernetes-Cluster und so weiter zu beschleunigen. Und ich ziehe natürlich auch einen Mehrwert aus dem Wissen des Herstellers NetApp von Objekt-Storage. Das heißt, ich kann gewisse Analysen und schnellere Analysetechnologien fahren, um hier von S3-Storage, Block-Storage und Ähnliches auch Analysen zu fahren und diese aufs Primär-Storage zu bringen. Wir sehen hier nochmal den Business Value, vor allem natürlich im ersten Bereich, ich kann hier Daten konsolidieren. Das heißt, klassische SMB-Shares oder klassische Netzlaufwerke kann ich einfachst zusammenführen und spare mir somit Hardware auf Außenstandorten, kleine Büroflächen und ähnliche. Das werden wir nach in der Live-Demo sehen, wie schnell das geht und wie einfach das auch geht. Das Ganze können wir auch sehr schnell umsetzen. Das heißt, natürlich steht im Vordergrund eines Cloud-Services, das Ganze schnellstmöglich zu verankern und in die neuesten Technologien noch einzubinden. Das werden wir nachher auch sehen, wie schnell zum Beispiel Synchronisationen, Spiegelungen und so weiter eingerichtet sind. Und ganz wichtig auch in solchen Technologien ist natürlich, dem User dieselbe Experience zu geben. Das heißt, er hat genauso seine Teillaufwerke auf der einen Seite, sowie auch, sag ich jetzt mal, dem Entwickler genau dasselbe Look and Feel zu geben, seiner Kubernetes-Oberfläche oder seiner Programmierungsoberfläche. Interessant natürlich auch der Begriff NoOps. Das heißt, ich benötige eigentlich keine Operation, also keine IT. Das stimmt natürlich nicht in dem Sinn, aber natürlich spare ich mit dem kompletten Betrieb meiner Plattform und genauso natürlich auch Wartung oder Fehlereinsätze. Das heißt, ich nutze wirklich nur die Infrastruktur und die Plattform. Roman, Entschuldigung, ich will auch mal unterbrechen, pardon. Es ist noch eine Frage aufgetreten, und zwar ist der Endkunde in der Lage, den Cloud-Provider jederzeit zu wechseln? Falls er das kann, kann er auch die Cloud-Daten auch mitnehmen? Also grundsätzlich ist er natürlich genau mit diesen Technologien und Spiegelungstechnologien in der Lage, diesen zu wechseln. Also das ist natürlich auch der Mehrwert von Cloud-Volumes. Ich sage jetzt mal in die Richtung gesprochen, umso mehr Kontrolle ich natürlich über meine Daten halte und auch diese Spiegelungstechnologien, umso tiefer gehe ich selbst wieder ins eigene Management. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall auch das nächste Webinar, das Cloud Volumes ONTAP, an die Hand legen, da hier das natürlich das komplette Management des Storages eigentlich in meiner Hand ist. Das heißt, ich habe noch mehr Kontrolle. Das heißt, ich fahre dahinter gewohnte Snap-Mirror-Jobs von NetApp auf NetApp und spiegeln mir so wieder meine Daten eigentlich zurück und kann das natürlich von AWS zu mir, von AWS zu Azure und so weiter spielen. Aber grundsätzlich bei den Cloud Volume Services
auch möglich, einfache Sync-Jobs einzurichten. Das werden wir sogar nach in der Live-Demo sehen. Okay, danke schön. Vielleicht noch kurz zusammengefasst. Die Features, wie gesagt, ein Managed Service, kein Betrieb einer Infrastruktur, kein Monitoring notwendig, das macht alles der Hyperscaler oder der Cloud-Provider für mich. Ich habe diese reiche Integration natürlich in komplett neue Tools des Cloud-Providers, das heißt Kubernetes-Cluster, Datenbank-Integration, App-Integration, aber bei weitem nicht so technologisch intensiv, sondern ich baue mir in meiner grafischen Oberfläche des Hyperscalers eigentlich meine VM mit meinem gewünschten Cloud-Storage zusammen. Es ist ein Pay-You-Go- und Subscription-Modell. Im Cloud-Modell, natürlich im On-Premise-Modell, ist es wie gewohnt, auch über den Hersteller, Distribution und Partner. Im PSU-Go-Bereich arbeiten wir als Aero schon daran, das Ganze in unser Cloud-Portal für Partner und für Endkunden zu bringen, um hier auch dem Partner das Tool in die Hand zu geben, diese Cloud-Services wie AWS und Microsoft dem Partner weiter zu verrechnen und vor allem natürlich auch dem Kunden einen einfachen Überblick zu geben, was, wo, wie, wann verwendet wird. Weil diese Cloud-Provider-Rechnungen sind auch nicht ganz einfach. Hier arbeiten wir daran, das in die Aerosphere zu bringen. Grundsätzlich, wie gesagt, wir sehen jetzt gleich dann auch den Sync, wie schön man das Hybrid-Modell fahren kann und genauso auch zwischen Cloud. Wichtig noch, eben, ich habe einen Zugriff auf Snapshots, auf Kopieren der Daten. Das heißt, ich nutze gewohnte Enterprise-Features meiner Storage. Der Support ist bei jedem Service integriert und es ist über mehrere Regionen verfügbar. Da möchte ich noch kurz auf einen Überblick über die Regionen geben. Man sieht hier AWS über weltweit verstreut. Google Cloud, wer sich fragt, was der Punkt in der Mitte ist, also das ist Frankfurt. Der AWS und Google Cloud läuft derzeit in Frankfurt und Azure NetApp Files läuft derzeit in den Niederlanden. Und man sieht UK natürlich auch kräftig vorhanden in jeder Variante. Abschließend möchte ich noch sagen, das würde jetzt so den Rahmen sprengen, wir haben eine Sammlung von Use Cases, die wirklich für die Cloud Volume Services und auch für ein NetApp File Szenario rausgepickt. Und wir werden das an die angemeldeten Teilnehmer natürlich aussenden. Für diejenigen, die sich die Auszeichnungen ansehen, können die natürlich gerne auf unsere Homepage gehen. Da finden Sie alle unsere Kontaktinformationen und wir werden die dann auch gerne nachliefern. Vor allem, man sieht hier zum Beispiel, wie man das Ganze auch in Atlassian Jira oder Atlassian Confluence hinten einbinden kann, damit man hier performante Daten und aber auch die Obrigkeit der Daten wieder behält. Genauso auch für SAP Workloads, Kubernetes-Instanzen, wie man das mit dem NetApp Cloud Sync Service einbindet, was man für Mehrwerte hat. Also wir haben da pro Use Case eine Folie gemacht, die kriegen Sie dann übermittelt. Und dann will ich nicht länger im Weg stehen vor der Live-Demo und darf an meinen Kollegen den Ernst übergeben. Ja, hallo, jetzt auch von meiner Seite her. Ich schalte mal kurz unseren Bildschirm ein. So, ich hoffe, man sieht die Oberfläche bereits, also sprich das Portal. Ja, was? Sieht man sie hier? Ja? Ja, man sieht sie, ja. Das ist die Oberfläche nach dem Einstein. Ich habe das ein bisschen abgekürzt, weil hier sehr viele Möglichkeiten bestehen und wir ja nur etwas begrenzter Zeit haben. Aus diesem Grund möchte ich vielleicht auch darauf hinweisen, wer Fragen dazu hat, etc., etc., bitte stellen. Wir können auch danach einen Termin vereinbaren, wo wir das ein bisschen genauer betrachten, etc., etc. Vorweg sei gesagt, Cloud Volumes funktioniert so oder ist ein Teil der großen Data Fabric der NetApp. Das heißt, die Data Fabric ermöglicht mir in jedem Fall die Hoheit über meine Daten zu haben. Sprich, die Frage von zuerst, kann ich das mitnehmen, kann ich das umsiedeln, kann auch ich mit einem Ja beantworten. Es gibt verschiedene Mechanismen, die mir zur Verfügung stellen, um die Sachen umzuziehen, etc., etc. Dazu schauen wir uns später noch einen Punkt dazu an, auch schon vorbereitet.
Die Übersicht. Die Übersicht ist relativ einfach. Wir sehen hier meine Volumes, die ich angelegt habe. Wenn mir hier erlaubt, schon ein Volume anzulegen. Es gibt ein Demo-Volume noch dazu. Wir sehen, dass diese Volumes hier einmal per SMB, einmal mit NFS angelegt sind. Ich kann hier ein neues Volume einfach createn, indem ich hier dann die Credentials ausfülle, beziehungsweise zuerst einmal festlege, soll es NFS oder soll es ein SMB sein. Dann fülle ich hier meine Credentials aus mit Größe, mit Passwort, Username etc. etc. Oder Domäne, Entschuldigung, die Domäne fast vergessen. Wenn das alles fertig ist, wird ein Volume erstellt. Dieses Volume schaut dann genauso aus. Man kann hier natürlich jetzt auch nachschauen in dem Volume selbst, indem man draufklickt, kriegt man dann die Informationen zu dem Volume dazu, die sich aus zwei Punkten zusammensetzen. Das erste ist einmal oben im oberen Bereich, Name, wie groß ist es. Ich kann hier, man sieht hier so diesen Edit-Knopf, ich kann hier die Größe einfach ändern im laufenden Betrieb, überhaupt kein Thema. Ich kann es auch verkleinern, allerdings nur so klein, wie die Daten sind, die drauf sind. Das ist auch klar. Also ich kann es ja kleiner machen, als wir die Daten nicht drauf haben, sonst hätte ich ja einen Datenverlust. Also das wird schon geschaut. Ich kann den Service-Level von dem Volume ändern, etc. etc. Das heißt, ein Volume erstellen ist sehr simpel. Vergrößern, verkleinern. Das heißt, ich zahle nur das, was ich wirklich verwende. Ich kann hier Snapshots automatisieren. Wir haben hier Snapshots Policy für dieses Volume, die ich für die Teilnehmer, die jetzt NetApp schon kennen, da schaut nichts Neues dabei heraus. Wir haben unsere Weekly, Daily, Monthly, okay, wir haben vielleicht noch Monthly zusätzlich dazu. Wie viele Snapshots möchte ich aufheben und wie oft möchte ich es machen? Also wir haben hier stündlich genommen, wir heben 4 Snapshots auf. Das spiegelt sich auch hier wieder. Ich habe 4 Snapshots gemacht. Ich habe noch gestern und heute einen Snapshot mit der Hand gemacht. Auch das kennt man aus der NetApp-Oberfläche. Also das ist jetzt nichts anderes dabei. Ich kann hier natürlich auch noch einen Snapshot löschen oder das ganze Volume restoren. Ich kann das ganze Volume in ein neues Volume restoren. Das heißt, ich kann mir hier aussuchen, indem ich das Volume erstelle und dann wird hier das Restore durchgeführt. Also alle Möglichkeiten, die man kennt von den Volumes, habe ich hier auch online zur Verfügung natürlich. Sprich, meine Snapshots plus meine Snapshot-Policy plus dann die Veränderungen selber runden dieses Volume jetzt einmal ab. Bei den Snapshots selbst sehe ich im Prinzip alles noch einmal, allerdings hier bei den Snapshots sehe ich alle Snapshots, das heißt auch von meinem Demo-Volume. Hier ist relativ wenig eingerichtet, darum habe ich da ein zweites gemacht. Um auch hier wiederum einen Zugriff auf dieses Volume zu bekommen, weil das ist jetzt vielleicht die Frage, ja, jetzt ist es ja schön, wenn ich ein Volume erstelle, nur was tue ich damit? Relativ einfach. Ich habe hier ein SMB-Volume erstellt. Einen Klick falsch. Und habe hier einen Link bekommen. Man sieht hier den SMB-Link. Den kann ich jetzt einfach kopieren mit dem Zeichen hier. Wenn man nicht weiß, was tue ich damit, gibt es hier nochmal eine kleine Hilfestellung dazu. Auch das gibt es. Ich würde jetzt niemandem etwas unterstellen, aber es gibt hier natürlich eine Hilfe, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt in Linux. Ich zum Beispiel, ich bin jetzt nicht so der Fitteste in Linux. Dann kann man hier mal nachschauen, wie kriege ich dieses Volume überhaupt hinein in mein NFS. Ja? Das heißt, es gibt ausreichend Hilfestellung. Wir haben jetzt auch, ich habe den SMB-Link genommen, ich lege das da so drauf, und habe das verbunden. Also man kann es direkt auch als Network 3 verbinden. Man gibt halt dann den Pfad ein. Ja, was kann ich tun damit? Wenn ich da drauf gehe, sehe ich hier ein Laufwerk, so wie man es kennt, also ein Netzwerk. Ich sehe in dem Laufwerk drinnen auch meine Dateien. Ich sehe hier ein Snapshot-Verzeichnis. Da kommen wir gleich dazu. Ich kann hier auf ein Dokument drauf gehen und bei den Properties sehe ich
wie viel vorhergehende Versionen habe ich. Das heißt, ich habe da zweimal zwei Snapshots plus zwei Veränderungen dazu, die ich hier einfach wieder restaurieren kann. Das heißt, ich kann auch wieder die alten Versionen hervorholen. Das können wir uns hier auch anschauen. Also da haben wir wieder dasselbe. Ja. Wenn ich das aufmache, da haben wir ein Verändert drinnen, also einen Text drinnen. Dann gehen wir hier auf die Previous Version, mache ein Restore und ich habe die vorhergehende Version wieder da. Sprich, Snapshots sind, so wie man es kennt, jetzt außer NetApp zu verwenden, da gibt es keinen Unterschied. Man kennt auch das Tilde Snapshot-Verzeichnis. Das heißt, auch hier kann ich meine Daten mir auswählen und einfach herauskopieren. Das ist auch kein Problem. Wie man sieht, ist die Funktionalität hier jetzt mit den Volumes, mit den Snapshots so, wie man sie an einer NetApp hat. Da gibt es keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass ich das nicht on-premise liegen habe, sondern dass ich das in der Cloud liegen habe. Wie überwache ich jetzt natürlich auch noch die Zugriffe? Wir haben eine Active Directory Einbindung. Auch das geht. Sprich, wenn ich hier jetzt Rechte vergeben möchte, das können wir uns auch vielleicht mal schnell anschauen. Wenn man hier Rechte vergeben möchte, dann gibt es durch die Einbindung des Active Directories auch entsprechend die Möglichkeit, ein Active Directory damit zu verwenden, also das sind nicht alle User. Somit kann ich hier auch die Rechte setzen. Entschuldige. Das heißt, ich habe eine Access Control List, die hier mit an Bord ist, die natürlich auch im Snapshot-Verzeichnis greift, so wie man es kennt. Also da gibt es jetzt nichts, was man nicht von der NetApp her noch nicht kennt, was jetzt den File-Zugriff betrifft. Das Einzige, was hier mitspielt, ist natürlich, dass wir durch die Cloud-Anbindung einen zentralen File-Server schaffen, der einfach in der Cloud steht und von dort ich meine Daten mitnehmen kann. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass ich ein ganzes Volume restaurieren muss. Das heißt, wenn ich hier auf mein Laufwerk nachschaue, ich gehe da wieder raus, dann sieht man es ein bisschen besser. Wenn ich hier auf mein Laufwerk schaue und mir die Properties ansehe, habe ich hier auch bei den Previous Version natürlich entsprechend meine Snapshots liegen. Wir erinnern uns, ich habe zwei händische gemacht und vier sind sowieso immer dabei. Ja. Das heißt, ich habe in Summe habe ich jetzt 6 Snapshots. Das bildet sich natürlich auch wieder mit meinen Snapshots für das Volume ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Das heißt, einer, zwei händische, vier automatisiert. Von dem Punkt her unterscheidet sich eigentlich, weiß ich noch immer nicht, ob das jetzt lokal auf einer NetApp liegt oder nicht. Ja. Jetzt kann es natürlich vorkommen, dass man, wenn man hier einen lokalen File hat, kann man auch einen Sync einrichten. Sprich, ich habe ja mit dadurch die Data Fabric, die NetApp verwendet, beziehungsweise abbildet, wäre besser gesagt, habe ich hier die Möglichkeit, Daten auszutauschen und die Hoheit über meinen Daten zu behalten. Sprich, ich kann hier eine Synchronisation einrichten zwischen Web, also Cloud, plus lokal und umgekehrt. Ja. Das Feine hier ist, ich kann lokal in die Cloud spiegeln. Und wenn wir da jetzt mal reinschauen, ich habe hier ein Delete Files und Target ein Delete von Source. Das heißt, ich kann einen richtigen Spiegel einrichten mit allem drum und dran. Das muss man sich halt überlegen, ob das jetzt klug ist, ob ich das will oder nicht. Das bleibt halt dann überlassen, wie ich das machen möchte. Die Möglichkeit habe ich. Und ich kann man natürlich aussuchen, in welche Richtung es geht. Ja? Von mir zur Cloud oder von der Cloud zu mir. Das heißt, auch in Regionen oder in Bereichen, wo ich sage, ich habe hier mehr User, ich würde mir das gern lokal herlegen und nur updaten. Ja? Auch das ist natürlich möglich. Das heißt, selbst im Ausfallsszenario eines Internets habe ich meine Daten lokal liegen und die werden, so wie die Verbindung wiederhergestellt ist, hochgeladen.
Also die Möglichkeiten gibt mir Sync. Jetzt nicht unbedingt, um meine Daten in die Cloud zu bringen. Das ist natürlich eins der Masterfunktionen, sondern auch natürlich die Möglichkeit, die Daten von der Cloud wieder herunterzubekommen. Beziehungsweise, wie immer man das handelt, mit Verzeichnissen, was auch immer, ist vollkommen offen, kann ich mir selber einen lokalen Cache einrichten, wo ich hier meine Daten verwenden kann. Ja. Das Ganze kann natürlich auch, und da verweise ich jetzt, bitte anrufen an mich und wir können das einmal durchgehen. Es gibt auch einen API-Access dafür. Mit dem API-Access habe ich natürlich REST-API-Möglichkeiten etc. etc. Ich kann das einbinden in diverse Applikationen von mir und so weiter und so fort. Also es gibt einen API-Access dafür, den ich verwenden kann. Da kriegt man dann sogenannte Secret Keys und API-Keys etc. etc. Es gibt da Dokumentation dazu. Also auch das ist möglich. Wir sehen, die Oberfläche ist sehr einfach und sehr schlicht gehalten. Das ist, wer letztes Mal vielleicht schon dabei war beim Office 365 Backup, den kommt das bekannt vor, weil das schaut auch so aus. Es sind nur andere Punkte drinnen. Aber ansonsten hat es einen sehr hohen Wiedererkennungswert, was ich persönlich für sehr gut halte, wenn man sich dann nicht umstellen muss. Ja. Man kann von hier natürlich auch andere Punkte, andere Produkte, die ich vielleicht mitverwende, im Cloud Central mitverwenden. Und die kann ich hier ganz einfach anfangen zum Ansurfen. Ja, was es noch zu sagen gibt, das hätte ich jetzt fast vergessen, wenn man hergeht und sagt, ja, was ist geschehen? Es gibt hier so einen Log-Button sozusagen. Da sehe ich mal, was ist da passiert. Ja, das heißt, da sieht man, ich habe schon ein bisschen herumgespielt. Ich habe einen Snapshot gemacht, einen Snapshot gelöscht etc. etc. Also auch diese Übersicht habe ich hier. Ja. Gut, das gibt es in der Kürze jetzt einmal darüber zu sagen. Für weitere Sachen, man kann mir natürlich sehr gerne anrufen. Ich verweise hier auch sehr gerne auf den zweiten Teil. Der zweite Teil wäre dann die Volume ONTAP, wie der Roman Bär schon gesagt hat. Den haben wir dann im Juni. Gibt es dann den nächsten Teil mit dem ONTAP. Ja, jetzt wäre ich für ein paar Fragen bereit, wenn es ein paar Fragen gibt dazu. Vielleicht noch ganz kurz zu der ersten Frage betreffend der Versionierung. Also wir müssten da noch ein bisschen recherchieren, ab welcher Version, ob das wirklich Hardware-versionsabhängig ist. Was ich bis jetzt herausgefunden habe, kann man mit einem Cloud Central Login oder besser gesagt Account sich in den NetApp Fabric Orchestrator anmelden. Diesen verbindet man dann mit seinem NetApp-System und dieser Orchestrator stellt diese Verbindung zwischen dem Cloud Volume Service und dem tatsächlichen Deployment auf dem NetApp-System dar. Das heißt, hier arbeitet man mit APIs und dementsprechend nutze ich mein Cloud Volumes, meine Oberfläche, also wirkliche Deployment Engine und auf meinem HCI-System oder NetApp-System werden dann diese Volumes kreiert oder NFS-Loom oder ähnliches Protokolle und so weiter, wie ich das möchte, kreiert. Ich hoffe, das hat noch ein bisschen einen Einblick auf die erste Frage gegeben. Alles klar, Roman, vielen Dank. Ich möchte nochmal das kurz aufgreifen, die nächste Sessions. Im Juni richtig konkret machen wir die NetApp Cloud Volumes on Tap am 10. Juni zwischen 11 und 11.30 Uhr, wenn Sie sich vielleicht gleich so eine Art Save the Date machen wollen. Einladung geht natürlich raus. Und was du möchtest, ich möchte das auch noch aufgreifen mit dem Thema Aerosphere. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wann es drin sein wird, aber auch da können wir auf jeden Fall hilfreich sein. Wir haben unseren Peter Tauscher, das ist unser Cloud Sales Specialist. Das heißt, wenn es mal wirklich einmal da drin sind, diese Services helfen wir gerne bei etwaigen Abrechnungen, Reporting, Quotings und so weiter, was eben aus der Aerosphere möglich ist. Und für alle, die Aerosphere noch nicht kennen, das können wir gerne on demand dann auch mal beleuchten, wie dieses Cloud-Portal funktioniert. Ich darf es einmal in seinen Worten sagen, es schaut aus wie ein Amazon-Shop mittlerweile. Es ist sehr performant und sehr intuitiv und selbsterklärend. So viel einmal dazu.
Ja, abschließend, ich schaue jetzt nur, ob wir angekommen sind. Ja, wie gesagt, ich denke, alle Teilnehmer, soweit ich sie kenne, kennen im Prinzip das NetApp-Team. Wir haben hier das nochmal soweit zusammengefasst. Vielleicht nochmal erwähnt, sei der Punkt 5, die Eros Deutsch Card Services, wo wir im Prinzip auch Hersteller oder wo wir im Prinzip zertifiziert in der Lage sind und oder von der NetApp erlaubt sind, deren also Wartung durchführen zu können. Und das ist vielleicht im Zuge des Valuate-Gedankens noch ein interessanter Punkt. Gut, dann darf ich mich recht herzlich für Ihre Teilnahme bedanken. Danke an euch beide. Und wie gesagt, Auch ich danke. Slides wird nachgeschickt, wie auch die Aufzeichnung. Ja, und ich freue mich, Sie bei einem der nächsten Insights bei Aero wieder begrüßen zu dürfen und wünsche jetzt schon ein schönes Muttertagswochenende und bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Schönes Bis zum Wochenende. nächsten Mal wieder.